Hallo. Soll ich ganz hinten laufen? Schön, die Sachen. Hallo. Guten Abend, Entschuldigung für die Verspätung. Hallo. 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 Hallo, guten Abend. Hallo. Hallo. Wie geht's aus? Hallo. Ich habe dich mit der Yvonne und dem Klaus zu meinem Geburtstag eingeladen. Ja. Also, außergewöhnlich heißt dieser Nachmittag. Ich freue mich ganz sehr, dass wir den Kontakt gefunden haben zu der außergewöhnlichen Familie Schneiders, die jetzt in Wolfenburg auf der Muldenwiese ihre Zelte aufgeschlagen haben. Und den Tipp, den haben wir nämlich gekriegt von Michael Kalkbrenner, der ein Wanderer ist und viel auf der Mulde oder in der Umgebung unterwegs ist. Und dann kam Marianne. Hast du den schon gesehen in Wolfenburg? Da sind welche mit schönen Warnbock und schwarzen Zelten. Was soll denn das sein? Und Pferde. Ja, ich dachte, Pferde ist interessant. Franz liebt Pferde und reitet gerne und da müssen wir hin. Und ein Tag später haben wir uns auf den Weg gemacht und waren in Wolfenburg und hatten schon Möhren und Äpfel mitgenommen und da hatten wir uns schon mit den Pferden angefreundet, war eine Fahrt gemacht, da haben wir Regina mitgenommen, die sollte sich das auch angucken und also es war interessant und für uns was Neues und man musste sich erstmal an den Gedanken oder mit dem Gedanken anfreunden, dass sowas heutzutage möglich ist, dass man also sagen wir mal, im Internet habe ich ja gelesen, wie es entstanden ist, dass man einfach seine Haustür zuschließt, den Nachbarn Bescheid sagt und dann die Pferde bestimmen lässt, wo es hingeht. Und ich gelesen habe, dass es einen Film über euch gibt, da war mir das erste, dass ich sage, der Film muss ja her, der muss im Kino mal gezeigt werden. Und das ist nun heute endlich so. Juhu! Eborn, grüß dich, lange nicht gesehen. So, und darf ich mal was sagen? Ja, ja, du darfst. Das Eberhard grüß dich ist also ein typisches Beispiel für unser derzeitiges Leben. Ja? Also, do not give up und grüne Kutsche verdienen. Das ist schön.
Ja, also verbindet. Und das ist eigentlich auch das Motto dieses Nachmittags. Und ich habe gestern Fernsehen geguckt bei Silbereisen und den, ja, mach mal auf. Und den Roland Kaiser. Und der hatte einen Schlager: Es ist nie zu spät, es ist nie zu weit. Leben einfach ohne Plan. Halten einfach nie mehr an. Wir sind stark und unbeugsam. Wir ziehen einfach los. Und wenn du jetzt noch was sagen möchtest, bevor der Film startet, dann gebe ich dir das Wort. Daniel. Danke. Nein. Es war kurz vor Alzenau, würde ich jetzt mal grob sagen. Bayern. In Bayern. Da saß ich morgens auf dem Feld, war ein Buch am Lesen und da sprechen mich so zwei Rentner an. Ja, was macht ihr denn hier? Und haben mich halt ausgefragt und dieserjenige war bei einem, wie sagt man, war ein freien Kanal. Ein freier offener Kanal, ja. Freier offener Kanal. Und der hat gesagt, ich möchte euch unbedingt mal begleiten. Weil das halt so bodenständig alles war, haben wir gesagt, das wollen wir machen. Mhm. Ja. Also wir hatten, es ist nicht so, dass wir auf der Suche danach waren. Okay. Ja. Ihr habt das auch filmen lassen. Genau. Okay, dann machen wir los mit dem Film. Ja. Machen wir uns später. Ne? Ja. Oh, wenn ich komme, in den Mund reinlassen. Hallo, Ted! Okay.